So, jetzt geht's straight drauf und wir haben uns den Win geholt. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie viel bekomme ich. 10 Trophäen für so einen schnellen Sieg? Was? Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Bro. Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Leute, der neue Modus Belagerung ist jetzt endlich rausgekommen. Oh mein Gott, ich habe ihn eben schon einmal in Testspiele gespielt, aber jetzt ist er öffentlich hier verfügbar. Hier seht ihr es, Alter, es ist einfach so ein geiler Modus. Es ist ähnlich wie League of Legends. Jeder hat seine Base. Je nachdem, wie viele Schrauben man gesammelt hat, desto stärker wird dann dieser Roboter und man muss dann halt die gegnerische Basis zerstören. Oh shit, Leute. Lasst uns mal direkt anfangen, würde ich sagen. Also, ich bin mies hyped. Ich spiele mal mit Piper. So, let's go, Leute. Und bevor ich das vergesse, ich will natürlich guten Loot haben. Beim Trailer haben die ja gesagt, dass man richtig guten Loot bekommt, also Doppel XP, doppelte Trophäen. Ich bin gespannt, ich hole mir jetzt extra den Markenverdoppler hier. Als Angebot, 30 Gems, schmecken auf jeden Fall. Leute, wenn ich mir dieses Willkommenspaket hier kaufen soll, vor allem, da steht, feiere den Beginn deiner Brawl Stars Reise. Stimmt, ich spiele Brawl Stars nicht seit 1,5 Jahren, also welcher Beginn? Keine Ahnung. Bei 3000 Likes werde ich mir dieses Angebot kaufen, Freunde. Also gebt auf jeden Fall ein Like. So, auf geht's. Das ist die Map. Und ja, mit random Teammates spielen wir mal. Auf gut Glück. Let's go, Leute. Oh mein Gott. Das wird jetzt ganz crazy werden. Oh shit. Okay. So, wir haben eine Pam und einen Brooke als Teammate. Oh shit, was geht denn ab? Ich glaube, die Server kacken ein bisschen ab. Und Leute, stimmt. Es gibt noch ganz... Oha, Digga, die Server kacken ab. Guck mal, ich hab... Das liegt nicht am Internet. Das liegt an den Servern. Oh shit. Es haben sich so viele Sachen verändert. Balance Changes. Es haben sich ganz viele Attacken verändert. Zum Beispiel Pam. Achtet mal darauf. Ey, was? Hier ist jetzt so eine Schraube. Wieso laggt es so krass? Ja, jetzt steht Internetproblem. Ja, moin. Also. Ey, ich kann sie nicht spielen. Lol. Leute, ich kann sie so nicht spielen. Was soll ich machen? Die Server sind komplett am Sterben. Also. Unser Team hat jetzt einen Level 4 Roboter konstruiert. Komm, den habe ich. Oh mein Gott. Wie viel hat denn da gefehlt? Guck mal, schaut euch mal die Attacke von Barley an. Die sieht anders aus. Die hat so einen Ring darum. Eben hat man zwei Pams Ulti gesehen. Die sieht jetzt viel, viel krasser aus. Okay, jetzt müssen wir hinter den Roboter. Er tankt uns nämlich. Es ist zeitverzögert. Mit Piper kann man dann gar nicht spielen. Oh shit, und das war's. Hier habt ihr gerade gesehen, dass wenn man in diese Zone reinläuft, dann schießt der Turm, der Safe, auf den jeweiligen Gegner. Und deswegen muss man diesen Roboter haben, sonst kann man einfach den Safe nicht angreifen. Komm, okay, nice. So, ich bring die Schraube mal hier rein. So, jetzt fliegt die rüber zum Safe. 4 Stück. Okay, jetzt lag's nicht mehr. Nice. Die Schüsse sind trotzdem noch ein bisschen zeitverzögert, aber ey. Bro, das ist gerade. Was? Wo ist das denn? Oh shit. 2 Schrauben liegen da. Ich muss die einsammeln. Schnell. Boah, der Heal-Kreis sieht so sexy aus. So, jetzt geht der Roboter los. Die Schrauben werden zurück. Keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Fliegen zurück zum Safe. So, jetzt geht's straight drauf und wir haben uns den Win geholt. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie viel bekomme ich. 10 Trophäen für so einen schnellen Sieg? Was? Alter, das ist viel zu OP, Leute. Das ist viel zu OP. Ich mein's ernst. Das ist ehrlich viel zu OP. 40 Tokens, Alter. Holy shit. Komm, ich spiele mit der Pam weiter. 10 Trophäen ist schon überkrank. Alter. Okay, der Leon spielt nicht. Das war's dann mal komplett dann. Der erste Loose ist auf jeden Fall drin. So, komm. Habe ich. Oh, guck mal, die Schüsse von der Penny. Die sehen auch ganz anders aus. Es wurden so viele Sachen überarbeitet. So nice. Das gefällt mir so sehr. Habe ich. Okay, komm. Das Schöne ist, es laggt jetzt nicht mehr. Also, es geht auch so, wenn ein Teammate in dem Kreis steht und ein anderer so eine Schraube hat, dann fliegt die auch innerhalb von 3 Sekunden, glaube ich, zurück. Sind das 3 Sekunden? Ich glaube schon. Oh, Mann. Fuck.
Oh shit. Ey, die Attacke von Penny sieht so krass aus. Sie schießt jetzt auch so kleine Raketen. Jawohl, ich wollte gerade springen. Okay, Leute. Das ist auf jeden Fall nicht das Muster-Gameplay hier, aber wir wollen natürlich erstmal den Modus hier erkunden. Guck mal, jetzt haben die so einen Roboter. Ich habe dir noch mitgegeben. Wir müssen diesen Roboter so schnell es geht down kriegen. Alter. Oh nein, die Prozente gehen flöten. Die Prozente gehen flöten. Stimmt, es ist wichtiger, den Roboter down zu kriegen, sonst dann startet unser Verteidigungssystem. Schaut euch an. Down. Also fokussiert euch immer auf den Roboter. Denn wenn er down ist, dann kümmert sich euer Verteidigungssystem um die Gegner. Jetzt scheiß ich gerade rein. Jawohl. Komm. Der Bo kann original nichts machen. Ey, hol ihn doch, Leon. Lol. Und das war's. Okay, wir werden die Runde safe verlieren. Safe. Komm. Nein, jetzt haben wir einen Level 7 Roboter. Ey, und mein Team. Oh mein Gott. Das war's komplett jetzt. Guck mal. Was macht der Leon? Digga, fuck mich doch nicht ab. Das war's jetzt eh. So safe. Wo ging der Schuss hin? Das war's. Okay, kriege ich jetzt ehrlich minus 10 Trophäen. Und minus 12. Okay, ich nehme alles zurück. Alter, das ist echt hart. 120 Tokens innerhalb von 2 Spielen. Das schmeckt auf jeden Fall. So, wir spielen jetzt hier einmal noch mit einem Long-Range-Charakter. Ein Nahkampf-Charakter macht wenig Sinn auf der Map. Wir spielen mal mit Crow, komm. Es ist nicht schlau, mit random Teammates zu spielen, Leute. Vor allem, weil es um so viele Trophäen geht. So, wir haben jetzt hier eine Penny und einen Colt als Teammate. Hoffentlich scheißen die jetzt nicht rein. Komm, erstmal die erste Schraube hier holen. Haben wir. Toll. Okay. So, eine Schraube haben wir uns gesaved. Kurz recovern. Die auf dem Ort ist. Nice, die nächste landet auch. Oh mein Gott, wie stark ist Jesse, Digga. Lol. Unser Teammate auch down. Die Jesse, was ist los mit der? Die ist ja überkrass. Kommt. Und unsere Jesse natürlich. Digga. Der hat jetzt einen Kill gemacht, aber davor, was war das? So, komm. Ey, Crow ist so low. Guck mal. Lol. So, wir haben jetzt wieder einen Roboter. Gar kein guter Start mal wieder. Kein guter Start. Ja, die Penny ist gleich tot. Ey, Mann. Ich hole mir jetzt den Mortis. Okay, komm. Unser Team ist direkt gleich down. Nice, Jungs. Das Ding ist, wenn die den Roboter dann haben und der auf uns zukommt, dann können die sich einfach wieder die nächsten Schrauben saven. Das ist einfach... Jawohl, er hat die Schraube fallen lassen. Kommt. Alter, er trifft mich auch noch. Die Gegner sind einfach mies gut. Einfach mies gut. So, ich kurz recovern. Okay, wir haben jetzt gleich, wir haben jetzt schon 5 Schrauben, also wir haben die mehr jetzt. 6. Ich springe auf die Jesse, die fuckt mich mit am meisten. Also das war komplett so unnützig. Ein Schuss, ich war weg. Vergessen, dass ich zu wenig Leben habe. Ey, Leute, Mann. Komm. Schade. Was mache ich? Lol. Jetzt pushen, Leute, pushen. Jetzt wieder zurück, die Schrauben einsammeln. So, die nächste Schraube. Wir müssen uns wieder. Wir brauchen wieder einen Vorsprung. Komm, die rechte holt ihr. Ich nehm. Ah, ja, Mann. So, der Mortis ist down. Okay, nice. Guck mal, wie viele Schrauben wir direkt holen. Sehr, sehr nice. Okay, ich glaube. Alter, okay. Direkt schon 5. Komm, hier ist die nächste. Nein, der Mortis schnappt sich die nicht. Oha! Der Turret macht so viel Schaden und die Penny trifft mich einfach perfekt. Okay, wir haben jetzt gleich 10 Schrauben. Okay, komm, schaffen wir noch eine? Kriegen wir noch eine?
Also es läuft immer eine Zeit ab und wer zu dem, bis zu der Zeit mehr Schrauben gesammelt hat, von dem Team spawnt dann ein Roboter. Ganz simpel gehalten. So, die gehen direkt rein. Zack, zack und hinten jetzt. Die Penny hier ist noch an. So, nice. Komm. Mortis. Haben ihn noch? Okay. Los geht's. Wir müssen die nächsten Schrauben sammeln, oder? Komm, ich spring sogar rein. Let's go! 1%? Das ist der Win, Digga! Jawoll, Mann! Safe, genau so! Geil! 10 Trophies, Alter, das schmeckt ja mies! Nice, Alter! 80 Tokens mal wieder! Sehr, sehr nice! Okay, Leute! So, Leute, war auf jeden Fall eine richtig geile Runde! Der Modus macht übertrieben Bock! Ich darf auf jeden Fall nicht mit Randoms spielen, so wird man auf Dauer, glaube ich, denke ich mal, nur Minus-Trophäen machen. Kommt auf jeden Fall in meinen Club rein, BrawlBroYT, ab 8000 Trophäen kommt ihr hier rein, Leute. Let's go. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wie gesagt, Leute, bei 3000 Likes werde ich mir das Willkommenspaket hier kaufen. Also Leute, liked auf jeden Fall das Video und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Euer BrawlBro und ciao.